Michaela Schäfer, OnlyFans statt Insolvenz. Man sieht sie öfter nackt als angezogen. Jetzt macht Michaela Schäfer mit ihrer Freizügigkeit Geld. Allerdings nicht ganz freiwillig. In einem Videoclip verlautet Promi-Nackedei Michaela Schäfer, dass sie ab sofort auch auf der Erotikplattform OnlyFans ist. Zu einem will sie ihren Fans noch exklusiveren, freizügigeren Content bieten und mit ihnen mehr interagieren. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit, wie sie im Clip verrät. Der Hauptgrund, jetzt für Geld ihren Körper und mehr zu zeigen, ist Geldnot. Ich bin nämlich pleite, erzählt Michaela im Video. Ihre Verbindlichkeiten belaufen sich laut ihrer Aussage auf 1,5 Millionen Euro. Hauptsächlich steht sie bei den Banken in der Kreide. Die Kredite, die sie für ihre Immobilien aufgenommen hat, könnten nicht mehr bedient werden. Und von ihren Immobilien will sich Schäfer vorerst nicht trennen. Mit OnlyFans verdienen zahlreiche Influencer mit teils pornografischen Inhalten stattliche Summen. Sogar sechsstellige Beträge im Monat sind dabei möglich. Kann somit gut sein, dass Michaela mit ihrer riesigen Fanbase dank OnlyFans schon bald wieder schuldenfrei ist.